Hallo zusammen und damit heiße ich euch mal wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Video von uns. Ja, willkommen in Staffel 3. Es ist die erste Folge und die Message zu dieser Staffel ist, es wird viel, viel Neues geben. Wir waren viel unterwegs. Jetzt mit Erscheinen dieses Videos waren wir letzte Woche ein bisschen außerhalb unterwegs, haben uns mal 3 Tage ein bisschen auf die Pirsch gemacht, haben Unmengen Videomaterial und Bilder gesammelt. Das wird also das erste Video sein und brandneu, also sehr aktuell mit Erscheinen des Videos, ist auch hier entsprechend der Zustand. Es wird auch immer wieder mal älteres Material zugemischt werden hier in dem einen oder anderen Video, denn ich habe so viel Videomaterial, was ihr alle noch nie gesehen habt. Das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Aber jetzt soll es erstmal hier um eine wunderschöne Fabrik gehen, die recht bekannt war, aber die heute nicht mehr so toll aussieht, wie ihr das ja hier schon im Video seht. Also ich würde sagen, begleitet uns dabei und ich erzähle euch ein bisschen was dazu. Also bis gleich. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und in diesem Video zeigen wir euch eine ehemalige Schokoladen- und Süßigkeitenfabrik. Viel ist nicht mehr aus dieser Zeit vorhanden, als man hier vor über 100 Jahren die verschiedensten Schokoladen- und Kakaosorten herstellte. Errichtet wurde die Anlage um 1913, andere Quellen sprechen hier von 1914. Da ich keine Eintragung im Denkmalschutzregister finden konnte, gehe ich also jetzt hier von um 1913 aus. Kurz darauf folgte auch schon die Produktionsphase, die viele Jahrzehnte anhielt. Mit einem eigenen Gleisanschluss erfolgte dann auch direkt der Transport in das damalige Deutsche Reich. Man hatte also hier schon früh innovativ vorgesorgt, um hier direkt auf dem Zugweg weltweit auch zu verschicken, denn die hier hergestellten Produkte verkauften sich nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa und weltweit. Ein jähes Ende fand die Produktion allerdings erst nach dem Zweiten Weltkrieg, aber damit soll die Geschichte natürlich hier noch nicht enden. Es folgte die Zwangsverstaatlichung und schlussendlich natürlich die Umwandlung, wie man das hier im Ostraum kennt, zu einem volkseigenen Betrieb, welcher bis zu Beginn der 1990er Jahre dann weiter produzieren ließ. Allerdings wurde das Produktportfolio dann etwas umgestellt und stellte ab den 1950er Jahren ganz nach dem westdeutschen Vorbild Haribo nun auch neben den altbekannten Schokoladen auch Weichlakritz, Schaumgummi und andere Fruchtgummisüßigkeiten her.
Nach der Wende wurde das Werk Anfang der 1990er Jahre von einem Privatinvestor gekauft und somit in Privatbesitz zurückgeführt. Unter neuem Namen und neuem Konzept versprach man sich eine Produktion wie eh und je, denn die Anlagen standen seit Errichtung nie wirklich still, überstanden sie doch unbeschadet beide Weltkriege und 40 Jahre DDR, in der so manche Firma einfach verschwand oder auf der Strecke blieb. Produziert wurde nun hauptsächlich Fruchtgummi in Form des Trabants. Allerdings zwangen veraltete Technik und verschlissene Maschinen die fortlaufende Produktion immer wieder in die Knie. Geld für neue Geräte war in dieser Zeit noch nicht vorhanden, sodass der Traum schlussendlich platzte und die Produktion zum Erliegen kam. Seit dieser Zeit verfällt das große Areal sehr und wurde mittlerweile komplett zerstört. Alles, was man irgendwie hätte zu Geld machen können, wurde bereits abtransportiert und so steht diese Anlage fristlos rum. Es tut sich nichts. Das Einzige, was sich tut, ist, dass die Graffitis übersprüht werden mit anderen Graffitis. Nicht mal mehr Kabeldiebe können hier was klauen, denn selbst das ist alles schon veräußert worden. In einem der Gebäude befindet sich noch eine ganz große Maschine, wo man Stärke produziert hat, um diese dann in die Produktion mit einzupflegen. Das sind aber eigentlich auch dann schon die einzigen großen Maschinen, die wir hier gefunden haben. Der Rest war fast leer. Man konnte bloß noch auf den zweiten oder dritten Blick erahnen, wo man sich denn hier überhaupt befindet. Im September 2003 fand auch dann die mutwillige Zerstörung wahrscheinlich ihren Höhepunkt. Brannte doch hier der komplette Flügel, ein Anbau des Gebäudes, richtig aus. Und ihr könnt das dann auch später in den Bildern noch sehen. Richtig krass, auch nicht mehr betretbar. Natürlich Brandstiftung, was auch sonst, ganz klar. Aber ein Schuldiger bzw. ein Verursacher konnte natürlich wie immer nicht gefunden werden. Ja, wie ich schon zu Beginn des Videos sagte, gibt es leider keine Eintragung im Denkmalschutzregister, weswegen die Anlage vermutlich so, wie sie hier ist, bestimmt nicht mehr allzu lange stehen wird, denn so eine Geschichten sind eigentlich immer bloß noch eine Frage der Zeit, wenn tatsächlich kein Denkmalschutz vorhanden ist. Irgendwann kommt es dann zu einer Ausschreibung und dann bewirbt sich Abrissfirma A und B da drauf und der ein oder andere erhält dann den Zuschlag und dann wird sowas mal ganz schnell wegrationalisiert. Wir fanden es trotzdem ganz schön, die Anlage mal anzuschauen, mal zu gucken, was ist hier noch übrig geblieben, was wurde hier tatsächlich gemacht. Hinterher liest man dann ja auch immer ein bisschen mehr im Internet, was hier tatsächlich gemacht wurde. Ja, das soll es dann an dieser Stelle auch von mir schon gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das neue Video hier gefallen. Wenn ihr Bock habt auf weitere Videos, dann lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da. Besucht unseren Kanal, ihr unterstützt uns natürlich noch mehr mit einem Abo, was übrigens kostenlos und werbefrei ist hier auf unserem Kanal. Wir werden nicht gesponsert von irgendjemandem. In diesem Sinne verabschiede ich mich. Es kommen noch ein paar Bilder, wie immer. Macht's gut, bis nächste Woche und ciao.